Wir wollen das Ganze noch mal einordnen mit Rainer Wendt hier bei uns im Studio, Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Herr Wendt. Wenn Sie auf die Bilder schauen, möglicherweise haben Sie auch mit Kolleginnen und Kollegen gesprochen, die da direkt vor Ort waren. Was sind Ihre Eindrücke? Naja, wir erleben ja am Wochenende eine völlig hilflose Politik. Die üblichen Phrasen, die gedroschen werden, dass man jetzt Montagmorgen empört ist und erschüttert ist und alles Mögliche und jetzt die volle Härte des Gesetzes kommt. Und ich sage Ihnen, wenn wir hier uns in 8 Wochen wieder hinsetzen, es wird nichts passiert sein. 228 Personen sind festgenommen worden. Einer sitzt noch in Haft, weil er einen Haftbefehl hatte. Man wünschte sich, dass auch die anderen 227 längst auf dem Weg in Richtung Eritrea sind. Aber das wird nicht passieren. Das Problem ist doch aber, die Polizei in Stuttgart hat gesagt, es gab keine Erkenntnisse dafür. Wenn ich jetzt an den Juli zurückdenke, was im hessischen Gießen passiert ist, wo wir über Tage ja bei diesem Volksfest der Eritrea auch richtige Straßenschlachten gesehen haben, dann ist die Begründung, finde ich, ein bisschen nachfragbar. Sie wussten doch, was da kommt. Sie hatten keine Information, dass es so eskalieren könnte? Naja, es ist doch in Deutschland so. Die Politik sagt, man darf nicht oder es darf nicht sein, dass die Auseinandersetzungen von ausländischen Gruppierungen auf deutschem Boden ausgetragen werden. Natürlich darf das sein, weil exakt diese Politiker es ihnen erlauben. Sie haben die Menschen ins Land geholt, die aus sicheren Herkunftsländern zu uns gekommen sind. Sie erlauben ihnen, Vereine zu gründen und sich hier politisch zu betätigen. Denn was da bei diesem sogenannten Festival stattfindet, ist ja nicht kollektives Töpfern. Ist ja Politik, und zwar im Sinne des Diktators, vor dem sie angeblich geflohen sind. Man fragt sich, was die Leute hier überhaupt verloren haben. Und dann erlauben wir eine Demonstration gegen dieses Festival. Und dann alle, die das entschieden haben, fahren am Freitagmittag in Urlaub und die Polizei steckt im Steinhagel. Das ist die Lebensrealität. Ich muss aber kurz mal dazwischen gehen. Also zuallererst mal, Eritrea ist kein sicheres Herkunftsland. Nein. 4 und 8, das haben Sie aber gerade so dargestellt. Nein, die sind nicht mit dem Flugzeug gekommen, sind anders gekommen. Das hat damit ja nichts zu tun. Es geht nicht darum, wie Sie hierher gekommen sind. Doch, das ist ein wichtiges Kriterium, Entschuldigung. Ja, aber nicht für das, was am Samstag oder Freitag passiert ist in Stuttgart. Das Zweite ist, Eritrea hat mit einer der höchsten Quoten, 84% derjenigen, die Schutz gesucht haben im vergangenen Jahr hier in Deutschland, sind auch anerkannt worden. Ja, alles richtig. Und deshalb dürfen Sie sich wollen Sie die trotzdem dann hier nicht so aufführen. Das ist völlig klar, aber Sie sagen, Sie wollen die zurückschicken. Wer diesen Schutzstatus dazu missbraucht, Polizistinnen und Polizisten mit Steinen zu attackieren, dem muss der Schutzstatus wieder entzogen werden. Und das ist auch möglich. Das ist auch schon gemacht worden in Deutschland. Das ist auch möglich und der muss dann wieder schnell in sein Heimatland zurückgeführt werden. Aber wie kann man das dann erklären, dass von 228 festgenommenen 227 dann auch wieder freigelassen werden? Nur einer, weil er einen Haftbefehl hatte, noch weiter im Gefängnis ist. Also da fragt man sich ja auch, da muss doch auch was passieren. Naja, die Gesetzgebung, das hat ja Herr Hagel, der Fraktionsvorsitzende der CDU, auch gesagt, die Gesetzgebung muss sich an dieser Stelle ändern. Die deutsche Strafgerichtsbarkeit wird da nicht viel ausrichten können, sondern hier muss das Ausländerrecht geändert werden, das Vereinsrecht auch. Dass solche Vereine gegründet werden, die Politik machen im Sinne des Diktators, ist doch absurd. Mitten in Deutschland und vor unser aller Augen, das darf es nicht geben. Mhm.